Willkommen an diesem Sonntagabend bei Täter, Opfer, Polizei. Schön, dass Sie bei uns sind. Wir bitten wieder um Ihre Hilfe bei der Aufklärung von Verbrechen in Berlin und Brandenburg und heute auch in Mecklenburg-Vorpommern. Dort wurde am Donnerstag, am frühen Morgen, ein Geldtransporter überfallen. Das ganze Szenario, der ganze Ablauf, all das ähnelt sehr einem Überfall Ende Januar in Potsdam-Drewitz. Damals gingen die Täter leer aus, jetzt am Donnerstag haben sie Millionen erbeutet. Waren es dieselben Männer? Für diese Feuer könnte eine Bande aus der Berliner Region verantwortlich sein. Die Originalbilder der Feuerwehr Gützkow dokumentieren den stundenlangen Einsatz. Zwei Fahrzeuge müssen gelöscht werden, von denen nicht viel übrig bleibt. Folgen eines Raubüberfalls, der minutiös geplant war. Bisher ist klar, die Täter sind früh am Morgen unterwegs, mindestens mit drei Autos. Ein Wagen wird als Fluchtwagen abgestellt, die beiden anderen werden zum Werkzeug. Gegen 6.20 Uhr ist das Ziel in Sicht, ein Geldtransporter, so die Polizei. Der Geldtransporter wurde von zwei Tatfahrzeugen umzingelt und links und rechts waren Betonklötze. Das heißt also, wir gehen davon aus, dass die Täter diesen Ort ganz genau ausgesucht haben für den Überfall, da der Geldtransporter an dieser Stelle nicht ausweichen konnte. Die Männer sind bewaffnet, erzwingen so, dass eine Tür geöffnet wird. Dann räumen die Täter den Geldtransporter aus und legen Feuer. Da wurde ein Tatfahrzeug in Brand gesetzt und der Geldtransporter anschließend ebenfalls. Gott sei Dank sind dabei die Geldtransporterfahrer nicht verletzt worden. Die Täter verschwinden innerhalb von Minuten mit ihrem zweiten Auto, fahren damit bis zum Fluchtwagen, steigen um und flüchten dann samt Beute. Wir wissen erstmal nur, dass es auf jeden Fall eine Millionensumme ist. Wie hoch genau, können wir zurzeit noch nicht sicher sagen. Am Tatort werden nach dem Überfall Spuren gesucht, um Hinweise auf die Täter zu finden. Womöglich ist es eine Bande, die in der Berliner Region zu Hause ist. Denn Ermittlern fällt sofort etwas auf. Der Überfall jetzt am Donnerstag an der Autobahn A20 an der Auffahrt Gützkow ähnelt sehr auffällig einem Raubüberfall 250 Kilometer entfernt in Potsdam-Drewitz am 25. Januar. Hier gibt es ähnliche Bilder. Fahrzeuge müssen an einer Autobahn gelöscht werden, weil sie von Tätern in Brand gesetzt wurden. Bei einem Überfall auf einen Geldtransporter. Auch die Vorgehensweise ist gleich. Die Täter tauchen in Potsdam-Drewitz mit zwei Fahrzeugen auf, versuchen an einer Autobahn einen Geldtransporter zu stoppen. Hier kann der Fahrer zwar entkommen, aber auch hier zünden die Täter ihre Autos an. Und sie verschwinden wieder mit einem bereitgestellten Fluchtwagen. Auffällig, das alles passiert wie in Gützkow gegen 6.20 Uhr. Handelt es sich womöglich um dieselben Männer, dieselbe Bande? Unsere Ermittlungen richten sich natürlich auch dahingehend, dass wir schauen, gibt es Zusammenhänge zu anderen möglichen Geldtransporterüberfällen in der Vergangenheit. Das wird jetzt derzeit auch abgeprüft. Was weiß man bisher über die Täter der beiden Überfälle? Was wir jetzt erstmal definitiv wissen, ist, dass die bewaffnet waren, maskiert und auch schwarz gekleidet. Sowohl bei Gützkow als auch in Potsdam-Drewitz muss der Tatort erkundet worden sein. Vielleicht hat das jemand beobachtet. Wer weiß etwas zu den Überfällen auf die Geldtransporter? Wenn Sie Hinweise haben zu diesen Überfällen an den Autobahnauffahrten in Drewitz und in Gützkow, die wirklich sehr ähnlich abgelaufen sind, wenn Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben, vor, während oder nach den Angriffen auf die Geldtransporter, dann rufen Sie bitte die Polizei Neubrandenburg an unter Vorwahl 0395 und dann die 55 82 21 76 oder jede andere Polizeidienststelle. Sie finden alle Kontakte auch noch einmal online auf unserer Fahndungsseite. Erleichterung, das ist vermutlich das, was die meisten gefühlt haben, als die Nachricht kam, Hans-Joachim F. wurde festgenommen. Fast zwei Wochen war der Gewaltverbrecher auf der Flucht, nachdem er in Berlin seiner Bewachung entkommen war. Es gab Insider, die vermutet haben, Hans-Joachim F. könnte ins Ausland geflohen sein. Doch am Ende zog es ihn dorthin, wo er sich auskannte, in die alte Heimat. Denn hier in Nauen wurde er gefasst. In der Waldsiedlung. Nach einem Hinweis, der von ihm kam. Uwe Meinder war am Dienstagnachmittag mit seinem Hund unterwegs.
dort wo die alten Bahngleise sind und die Hütte für die Jäger steht. Wo da hinten über den einen Graben schon war und der in Sichtweite war, hat gesehen, die Tür ist zu. So, und ich denke, da kann ja was nicht stimmen. Denn normalerweise steht die Tür der kleinen Hütte immer offen. Am Dienstag nicht. Und dann habe ich angefasst, nicht gekriegt. Dann habe ich mit beiden Händen, er hat ja geschnuppert hier, und dann habe ich zack, und dann sitzt er vor mir da. Und ich sage, was ist denn hier los? Und ich möchte hier übernachten. Dann habe ich die Tür wieder zugehauen. Er alarmiert sofort die Polizei, denn er hat den Mann erkannt. Es ist der geflüchtete Straftäter Hans-Joachim F. Nach ihm hatte die Polizei tagelang gesucht, mit Hundertschaften, Spürhunden, Hubschraubern und unzähligen Fahndungsplakaten. Auch im Großraum Nauen. Denn hier hatte der 64-Jährige vor seiner Haft gelebt. Das sind Bilder von ihm aus dem Jahr 2004 auf dem Weg in den Gerichtssaal. In dem Prozess ging es um den Tod einer Frau, die in Nauen ermordet wurde. Mit diesem Messer. Hans-Joachim F. wurde zu 15 Jahren Haft verurteilt, mit anschließender Sicherungsverwahrung. Seitdem sitzt er hier in der Justizvollzugsanstalt in Brandenburg an der Havel. Die darf er am 15. Februar verlassen, für eine sogenannte Ausführung. Die steht ihm rechtlich zu. An jenem Mittwoch geht es von Brandenburg nach Berlin, in die City. Denn hier im Europacenter will er etwas einkaufen. Gegen 13 Uhr gibt er an, zur Toilette zu müssen. Seine Sicherheitsbegleitung, eine Frau und ein Mann, gehen mit. Der Mann ist bei Hans-Joachim F. Der ist jedoch früher fertig als der Justizbeamte, verlässt deshalb schon den Raum. Eigentlich müsste vor der Tür die zweite Sicherheitsbegleitung warten. Doch die Frau ist auch auf dem WC. Hans-Joachim F. nutzt diesen kurzen, unbeobachteten Augenblick aus und verschwindet. Wahrscheinlich aus einem spontanen Impuls heraus, ohne Geld und Zuflucht. Ein Beleg dafür, bei seiner Verhaftung am 28. Februar ist er in einem desolaten Zustand, so die Polizei. Dementsprechend wurden Rettungskräfte dazugerufen. Er wurde vor Ort untersucht und ist dann in das Haftkrankenhaus nach Brandenburg an der Havel verbracht worden. Unklar ist noch, wie der Straftäter von Berlin nach Nauen kam. Und ob er sich zwei Wochen lang nur in dieser Holzhütte versteckt hat. Ist noch Arbeit der Kriminalpolizei, zum jetzigen Zeitpunkt möglicherweise Erkenntnisse zu diesem Verbleib zu ermitteln. Fest steht, nach der Verhaftung reagieren viele erleichtert in Nauen und Umgebung. Meine Freundin hatte solche Angst um ihre Enkelin, weil man ja genug gelesen hat. Und ja, selbst ist man auch ein bisschen irgendwie irritiert, nicht? Und ist froh, dass das jetzt sein Ende gefunden hat. Also wir hatten schon Angst gehabt, wie viele Bürger eigentlich auch, denke ich mal. Und eigentlich sind wir jetzt zufrieden, dass die Polizei das wieder geschafft hat, ihn zu schnappen. Dass jetzt erstmal auf dem Gebiet wenigstens wieder Ruhe eingekehrt ist. Nicht zuletzt mit der Hilfe von Uwe Meinder, der die Polizei zum Versteck des Straftäters gelotst hatte. Hier in der Waldsiedlung in Nauen. Auch das Wochenende hat Hans-Joachim F. noch im Haftkrankenhaus verbracht. Demnächst geht es dann zurück in die Sicherungsverwahrung, wo er dann hoffentlich wirklich sicher verwahrt wird. Ein Fahndungserfolg wäre auch im nächsten Fall schön. Ein Fall, der uns hier schon einmal beschäftigt hat. Es geht um einen mysteriösen Angriff mit einem Cuttermesser in Potsdam. Der Täter, ein Radfahrer und das Opfer ebenfalls. Vielleicht gibt es heute den entscheidenden Hinweis. Der Angriff kommt völlig unerwartet. Ein Mann sticht zu, verletzt den 54-jährigen Familienvater schwer. Dieser erzählt Täter-Opfer-Polizei seine Geschichte, möchte aber unerkannt bleiben, denn er hat Angst, dem Täter erneut zu begegnen. Der Mann ist für mich völlig unberechenbar. Im Streit war nicht zu erkennen, dass er gleich ein Messer ziehen würde. Es passiert am 17. August 2022, am späten Nachmittag. Er ist mit seinem kleinen Sohn in Potsdam-Babelsberg unterwegs. An einer Hauptstraße nutzt er den Radweg entgegen seiner Fahrtrichtung, um dem Autoverkehr zu entgehen. In dem Moment kommt ein Radfahrer und stoppt ihn rabiat.
Der Mann hinderte mich am Weiterfahren und brüllte auf mich ein, ich würde auf der falschen Straßenseite ihm entgegenkommen. Er will die Situation nicht eskalieren lassen und schafft es, weiterzufahren. Doch kurz darauf wird er verfolgt von dem Radfahrer und schließlich eingeholt. Dann geht alles ganz schnell. Die Waffe hat er ja erst vielleicht 3 Meter vor mir aus seiner Hosentasche gezogen und hat dann wie mit einem Peitschenhieb zugeschlagen. Mit den Worten, beim nächsten Mal kill ich dich. Der Familienvater hat keine Chance. Nur knapp wird seine Halsschlagader verfehlt. Ich nahm die Hand an die Wange und sah, dass alles gleich voller Blut war und mir das Blut schon den Arm runterlief. Obwohl er schwer verletzt ist, fährt der Radfahrer einfach davon. Doch es gibt diese Fotos von dem Mann, der für den Angriff verantwortlich sein soll. Die Bilder zeigen den Gesuchten kurz vor der Tat. Zu sehen ist auch die Waffe, das weiße Cuttermesser. Der Angriff war hier in der Wetzlarer Straße in Potsdam. Hat jemand etwas beobachtet am 17. August vergangenen Jahres, gegen 17.45 Uhr? Oder kommt Ihnen dieser Mann bekannt vor? Da auf den Fotos sein Gesicht nicht gut zu erkennen ist, gibt es auch dieses Phantombild von ihm. Auf Hinweise dazu hofft nun die Polizei. Die erreichen Sie in Potsdam unter der 0331 55 080. Ja, hoffentlich gibt es heute jemanden, der etwas über diesen offenbar unberechenbaren und gefährlichen Messerstecher weiß, damit er gefasst werden kann, bevor er vielleicht das nächste Mal zusticht. Alkohol und vor allem viel Alkohol und Sex, das ist selten eine gute Kombination. Da kann Mann oder Frau schon mal die Orientierung verlieren, so wie im Cartoon heute, im kuriosen Fall der Woche. Da wirkt wieder Alkohol zunächst eher anregend, aber dann schwankende Leidenschaft oder er will doch nur spielen. In gehobener Stimmung verlässt Niklas die Kneipe. Der Tag ist ja noch zu jung, um nach Hause zu ziehen. Deshalb bummelt er ein bisschen umher. Als er vor einem Laden mit lauter bunten Sachen steht, denkt er erst an Spielzeug, bis er die großen Buchstaben entdeckt. Sexshop. Warum nicht, denkt er sich, und geht im Laden auf Entdeckungstour. Was es hier alles gibt. Da kann Niklas gar nicht anders. Unter den Augen der erschrockenen Verkaufsfachkraft packt er seelenruhig jede Menge Spaßartikel in seinen Rucksack. Nicht nur technische Geräte, nein, auch viel aus Seide und Spitze. Dann geht er beschwingt aus dem Laden, ohne Gruß und ohne zu bezahlen. Die Verkäuferin ruft die Polizei. Draußen an der frischen Luft hat Niklas dann doch Orientierungsprobleme. Keine 100 Meter vom Sexshop entfernt kann die Polizei ihn fassen. In seinem Rucksack findet sich alles Mögliche und praktischerweise sogar ein Fesselset. Vor Gericht ist Niklas voller Reue. Das Warum kann er leider nicht beantworten. Seine Erinnerungen sind leider nur verschwommen. Kein Wunder, erklärt der Richter, bei 2,7 Promille. Zum Schluss gibt es eine deutliche Erinnerungshilfe, damit bei Niklas nichts mehr verschwimmt und er immer bezahlt. Ja, wenn er nochmal straffällig wird, dann muss er für 3 Monate ins Gefängnis. Außerdem wurde er zu einer Geldstrafe verurteilt in Höhe von 700 Euro wegen Diebstahls und tätlicher Beleidigung. Er hatte bei der Festnahme einem Polizisten ins Gesicht gespuckt. Zum nächsten Fahndungsfall heute. Einbrecher wollen am besten schnell und unerkannt Beute machen. Sind Haus oder Wohnung gut gesichert, brechen sie häufig ab und das in etwa 50% aller Fälle. So war das auch in Bad Freienwalde im Osten Brandenburgs. Dennoch sucht die Polizei jetzt nach den Tätern, denn die waren ganz sicher nicht zum ersten Mal auf Einbruchstour. 2 Männer sind in einem Bürohaus unterwegs, in Bad Freienwalde. An jenem Donnerstagvormittag ist das Gebäude für Besucher geöffnet. Im ersten Stock treffen die beiden eine Entscheidung. Jetzt fahndet die Polizei Brandenburg nach diesen beiden Männern. Denn wir reden von einem Einbruch. Möglicherweise laufen diese beiden Männer noch immer in diesen selben Kleidung mit Mütze, mit Schal, mit derselben Bekleidung herum wie damals. Erkennt also jemand diesen Mann? Oder hier seinen Komplizen? Auch wenn die Perspektive ungewöhnlich ist. Das Duo wartet im Bürohaus auf den richtigen Moment. Als der Flur leer ist, legen sie los.
setzen dabei auch einen sogenannten Kuhfuß ein. Das liefert der Polizei erste Hinweise auf die Unbekannten. So einen Kuhfuß hat man nicht immer dabei. Und von der Warte ist davon auszugehen, dass die an diesem Tag sehr wohl irgendwo einbrechen wollten. Sie brechen in eine ehemalige Zahnarztpraxis ein, suchen nach Wertvollem und entdecken dabei etwas, womit sie offenbar nicht gerechnet haben. Sie sehen eine Kamera, Sie können nur vermuten, was ist damit passiert. Werden wir möglicherweise aufgenommen, also geht man auf Nummer sicher. Man nimmt diese ganze Geschichte mit sich, um dann nachher letztendlich die möglicherweise zu vernichten. Das heißt, die Männer brechen die Kamera aus der Wand. Ihre Hoffnung, sie zerstören damit auch jegliches Bildmaterial. Doch was die Einbrecher nicht wissen, sie werden längst beobachtet. Von einem Mitarbeiter einer Security-Firma, der den Einbruch live mitverfolgt. Der Mitarbeiter hat dann sehr richtig gehandelt, er hat die Polizei informiert. Da waren die Täter dann aber schon über alle Berge. Das heißt, wir müssen jetzt versuchen, über die klassische Ermittlungsarbeit der beiden habhaft zu werden. Und dabei helfen die Bilder der Überwachungskamera, die gesichert werden konnten. Zu sehen sind zwei Männer im Alter von 50 bis 60 Jahren. Von einem gibt es das Bild, auf dem das Gesicht gut erkennbar ist. Es ist der Mann mit Mütze und Schal. Der andere Gesuchte trägt einen auffälligen Kapuzenpulli mit leuchtend rotem Reißverschluss. Wir bitten Zuschauerinnen und Zuschauer, sich diese Fotos genau zu betrachten. Selbst wenn sie nicht sagen können, es handelt sich jetzt um die Herren XY, wäre es natürlich wichtig, dass möglicherweise sie ja die beiden gesehen haben irgendwo, dass es da möglicherweise auch ein Auto gegeben hat. Wir packen jetzt also jeden Puzzlestein zusammen. Ein Puzzlestein ist der Tatort. Der liegt hier in Bad Freienwalde, ganz in der Nähe der Sankt-Nikolai-Kirche. Dort gibt es das sogenannte Kreishaus mit Büros und Praxen, das Ziel der Einbrecher. Das Kreishaus befindet sich in der Amtsstraße. Hier tauchen die beiden Männer am 7. April vergangenen Jahres auf, einem Donnerstag. Gegen 9 Uhr brechen sie in die ehemalige Zahnarztpraxis ein. Kurz darauf verschwinden sie wieder durch den Haupteingang und flüchten dann entweder in Richtung Kanalstraße oder in Richtung Karl-Marx-Straße, womöglich mit einem Auto. Die Männer mussten ihr Vorhaben zwar abbrechen, dennoch haben sie einen Schaden von über 1000 Euro hinterlassen. Der Einbruch in Bad Freienwalde ist kein Einzelfall. Denn immer wieder haben es Kriminelle auf Praxen, Büros und Firmen abgesehen. Laut aktueller Statistik gab es dazu 86.197 Anzeigen bundesweit, allein im Jahr 2021. Doch was können Unternehmen tun, um sich zu schützen? Die Polizei bietet die Möglichkeit über ihre Präventionsschiene der technischen Beratung an. Und dann werden diese Präventionsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Ihnen kommen und werden sich Ihre Immobilie anschauen. Und dann wird man Ihnen ganz genau sagen, wo die Probleme liegen. Hier in Bad Freienwalde hat eine Überwachungskamera den Einbruch aufgezeichnet. Das hilft jetzt zumindest bei der Suche nach den Männern. Die haben inzwischen wahrscheinlich auch anderswo versucht, Beute zu machen. Wer kann dazu Hinweise geben? Ja, das ist die spannende Frage. Wo sind die beiden Männer gesehen worden? Wir schauen uns doch mal die Bilder an. Zwei ältere Herren, so zwischen 50 und 60. Diese Aufnahme entstand im April des vergangenen Jahres. Einer trug eine beigefarbene Jacke, der hier auf der rechten Seite, und der andere eine blaue Kapuzenjacke mit einem auffällig roten Reißverschluss. Wer weiß etwas über diese beiden Männer? Ihre Hinweise bitte an die Polizei in Strausberg unter Vorwahl 03341 und dann die 3300 oder an jede andere Polizeidienststelle. Weiter geht's mit Autos, die schon ein paar Kilometer auf dem Tacho haben, bei Dieben aber sehr gefragt sind. Vor allem das, was sich am Unterboden, auf der Unterseite des Autos befindet. Stichwort Katalysator. Um den schnell abzukriegen, greifen Täter gern mal zum Trennschleifer. Das hört sich dann so an. Seitdem es diese Geräte auch mit Akku gibt, sind sie bei Kriminellen häufig im Einsatz, so wie in diesem Fall aus Berlin. Die Diebe sind dreist, gut vorbereitet und schnell. Um an ihre Beute zu kommen, wird das Auto aufgebockt. Dann geht es an den Katalysator. Das Ganze dauert nur wenige Minuten und passiert auch tagsüber.
sogar an zentralen und beliebten Orten. So wie hier in Berlin, an der Masurenallee in Charlottenburg. Dort stellt eine 52-jährige Berlinerin ihr Auto auf einem der Parkplätze ab. Morgens um 9.30 Uhr. Sie will nicht erkannt werden, erzählt Täter-Opfer-Polizei aber, was geschah. Ich bin abends nach der Arbeit um 5:30 auf den Parkplatz gekommen, ins Auto gestiegen und wollte losfahren. Und dabei hat das Auto ein sehr, sehr lautes Röhren von sich gegeben. Also das Geräusch war exorbitant auffällig laut, halt wie ein Traktor, also sehr laut. Verunsichert versucht sie immer wieder Gas zu geben. Doch das Auto macht weiter ohrenbetäubenden Lärm. Schließlich ruft die Berlinerin den Autonotdienst. Der untersucht den Wagen. Ich war geschockt, wirklich. Ich war total. Also, als der ADAC-Mann sagte, der Katalysator ist weggeflext worden, das konnte ich konnte es nicht glauben. Also, ich habe Worte benutzt, die ich jetzt hier nicht wiederholen möchte, aber ich habe mich wirklich veräppelt gefühlt. Für den ersten Moment, weil ich es mir nicht vorstellen konnte, dass sowas passiert. Also es war ein Schock. Denn es trifft dieses Liebhaberstück der Familie, einen alten Mercedes, Baujahr 1996. Der emotionale Schaden ist vor allen Dingen für meinen Mann halt recht groß, weil es sein Auto ist, das er schon sehr, sehr lange hat. Das ist schon sehr schade, dass wenn man so ein Auto lange hat und lange hegt und pflegt und dann wird es, also es wird so zerstückelt, zerstört, ausgeweidet, das ist irgendwie ein ganz blödes Gefühl. Und die Versicherung hat den Schaden ungefähr auf 2.500 Euro bemessen. Denn nicht nur der Katalysator ist weg. Auch andere Autoteile wurden beschädigt. Das passiert häufig bei diesen Diebstählen, so die Erfahrung des Kfz-Meisters Uwe Siebensohn. Teilweise schon beim Aufbocken des Fahrzeugs. Da werden dann manchmal die Schweller schon beschädigt beim Aufbocken. Das muss einfach nur schnell gehen. Ziel der Diebe sind vor allem ältere Fahrzeuge, da dort Katalysatoren noch nicht kompakt verbaut sind und sich einfacher abbauen lassen. Das ist der Katalysator, das ist das begehrte Teil. Hier kann man in dem Fall, hat man schön Platz, wenn man unterm Auto ist, kann hier abtrennen, hinterm Cut und vorm Cut. Und dann hat man das relativ einfach schnell rausgebaut. Katalysatoren älterer Fahrzeuge enthalten auch mehr Edelmetalle, um die es bei dem Diebstahl geht. Hier drin verbaut sind Platin, Palladium und Rhodium, die wichtig sind für die Abgasreinigung. Daher gibt es beim Schrotthändler oft mehrere hundert Euro für einen Katalysator. Vermutlich auch für das Teil, das der 52-jährigen Berlinerin in der Masurenallee gestohlen wurde. Sie macht sich Gedanken über den Diebstahl. Es war halt wirklich ein sehr grauer, regnerischer Tag. Aber ich sag mal, hätte ich früher Feierabend gehabt, dann wer weiß, vielleicht wäre es mir erspart geblieben. Aber vielleicht hat jemand hier etwas gesehen in Berlin-Charlottenburg an der Masurenallee. Das Auto stand auf Höhe des Messegeländes. Am Montag, dem 30. Januar, in der Zeit zwischen 9.30 Uhr und 17.30 Uhr. Womöglich haben die Täter im Umkreis noch weitere Katalysatoren gestohlen oder es versucht. Meistens bemerken es die Leute drumherum nicht unbedingt, weil es natürlich so aussieht, als ob zum Beispiel ein Reifen gewechselt wird. Und das ist ja jetzt nicht so was Ungewöhnliches, dass sowas passiert und das wird dann nicht weiter beachtet. Also insofern, ich weiß für mich, dass ich jetzt sensibilisiert bin, wenn ich Menschen um Autos rumlaufen sehe. Oder wenn ich sehe, dass da ein Auto hochgebockt ist und Menschen am Werk sind. Also da gucke ich jetzt zweimal hin. Wem ist vielleicht am 30. Januar ein vermeintlicher Reifenwechsel in der Masurenallee in Charlottenburg aufgefallen? Alle Hinweise richten Sie bitte an die Polizei in Berlin unter 030 46 64 46 64. Also genau hinschauen ist wichtig, wenn da in der Öffentlichkeit und vor allem in der Nachbarschaft unbekannte Menschen unter einem aufgebockten Auto herumschrauben oder gar hier mit dem Trennschleifer hantieren, haben Sie keine Scheu, mal nachzufragen. Und sollte Ihnen etwas verdächtig vorkommen, dann rufen Sie bitte sofort die Polizei. Das war's fast für diesen Sonntag. Es fehlt noch der Blick zurück auf die Fahndungsfälle heute in der Sendung. Hier kommt alles Wichtige. Brennende Fahrzeuge an einer Autobahn. Das sind die Folgen eines Überfalls auf einen Geldtransporter bei Gützkow jetzt am Donnerstag. Die Täter verschwinden mit einer millionenschweren Beute.
Sind es dieselben Männer, die auch in Potsdam-Drewitz einen Transporter ausrauben wollten? Wer weiß etwas dazu? Gesucht wird auch dieser Mann. Er war mit einem Rad unterwegs und soll dann einen Familienvater in Potsdam-Babelsberg mit einem Cuttermesser schwer verletzt haben. Kurz vorher wurden diese Bilder von einer Kamera aufgezeichnet. Erkennt jemand den Mann auf dem Rad? Und diese beiden sollen in eine Arztpraxis in Bad Freienwalde eingebrochen sein. Als sie eine Überwachungskamera entdecken, reißen sie die aus der Wand und verschwinden damit. Trotzdem können noch diese Bilder gesichert werden. Wer sind die beiden? Wo sind sie jetzt? Ja, Ihre Hilfe ist jetzt gefragt. Sie können jederzeit auch eine E-Mail schreiben oder Kontakt über die Online-Wache aufnehmen. Alles Wichtige dazu und zur gesamten Sendung finden Sie noch einmal auf unserer Täter-Opfer-Polizei-Fahndungsseite. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Am nächsten Sonntag geht's hier weiter mit neuen, mit aktuellen Fahndungsfällen, wie immer um 19 Uhr. Bis dahin, alles Gute und achten Sie auf Ihr Handgepäck. Tschüss. Jetzt in Kripo Live. Alarm auf der Autobahn. Unbekannte werfen schwere Gegenstände von einer Autobahnbrücke bei Chemnitz. Eine Straftat, die Leben kosten kann. In diesem und weiteren Fällen bittet die Polizei um ihre Hinweise. Sonntagabend, 19.50 Uhr, Kripo Live. Ich begrüße Sie. Zuerst zu einem vermissten Fall aus Leipzig. Jolanda Klug. Auch Kripo Live hatte sich immer wieder an der bundesweiten Suche nach ihr beteiligt. In dieser Woche zerschlugen sich alle Hoffnungen, dass die Studentin am Leben ist. Das Naturschutzgebiet Tote Täler im Burgenlandkreis in Sachsen-Anhalt. Hier endet die Suche nach Jolanda Klug. Seit dem 25. September 2019 wurde die Studentin aus Leipzig vermisst. Sie verließ am Nachmittag ihre WG in der Leipziger Südvorstadt. Ihr Handy war ausgeschaltet. Jolanda wollte zu IKEA in Güntersdorf. Dort verlor sich ihre Spur. Die Polizei hat im Umfeld des Möbelhauses mehrfach nach Jolanda Klug gesucht, auch mit Tauchern. Weil sie am Tag ihres Verschwindens mit einer Freundin in Halle an der Hochschule Burg Giebichenstein verabredet war, wurde auch dort gesucht. Ohne Erfolg. Im Herbst 2022 gab es zwei neue Hinweise von Zeugen. Jolanda Klug soll an der Straßenbahnhaltestelle HTWK in Leipzig im Gespräch mit einem Mann gesehen worden sein. Am späten Nachmittag des 25. September 2019 soll sie dann am Kanal in Güntersdorf in Richtung eines dunklen Pkw-Kombi mit Esslinger Kennzeichen gelaufen sein. In dieser Woche nahm der Fall eine neue Wendung. Spaziergänger fanden am 25. Februar im Naturschutzgebiet südwestlich von Freiburg Knochen. Am Donnerstag teilte die Staatsanwaltschaft Leipzig mit, Zitat, die rechtsmedizinische Untersuchung der Knochen ergab, dass es sich um menschliche Knochen handelt und dass diese von der seit 25.09.2019 vermissten Jolanda Klug stammen. Bisher gibt es laut Staatsanwaltschaft keine Anzeichen für ein Fremdverschulden. Doch die Ermittlungen gehen weiter, denn Todesursache und Todeszeitpunkt müssen noch geklärt werden. Und offen ist auch, wie Jolanda Klug in das Naturschutzgebiet gekommen ist. Auf der Autobahn unter einer Brücke durchfahren, auf der sich Leute befinden, da wird manchem Autofahrer mulmig. Für einen Augenblick schwingt offenbar die Angst mit, es könnte etwas heruntergeworfen werden. Auf einer Strecke in Mittelsachsen ist das in dieser Woche wieder passiert. Steinwürfe von Autobahnbrücken sorgen immer wieder für schwerste Unfälle. Auch Todesopfer gab es bei diesen Straftaten in der Vergangenheit schon. 2016 wurden bei einem Steinwurf auf der A7 eine Mutter und ihre Tochter lebensgefährlich verletzt. Die Autobahnbrücke am Buttermilchwinkel auf der A72 in Penig in Mittelsachsen.
Unbekannte werfen hier am vergangenen Montag, dem 27. Februar 2023, gegen 22.30 Uhr mehrere Gegenstände auf die Fahrbahn. Hier hatten Unbekannte mehrere Gegenstände auf die Fahrbahn der A72 in Fahrtrichtung Leipzig geworfen. Dabei kollidierten drei Fahrzeuge mit diesen Gegenständen, wobei ein Pkw Opel, ins Schleudern geriet und gegen die Leitplanke stieß. Die 37-jährige Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Die Fahrerin muss im Krankenhaus behandelt werden. Sie hatte Glück, dass ihr nichts Schlimmeres passiert ist. Spurensuche der Polizei Chemnitz am Tatort, unter anderem mit einem Spürhund. Die Ermittler konnten mehrere Spuren sichern, die jetzt ausgewertet werden. Darunter befinden sich die Gegenstände, die die Täter auf die Fahrbahn geworfen haben. Es handelt sich um mehrere Steine, einen Gullideckel und einen Toilettendeckel mit Stoffbezug. Bei der Sichtung der Gegenstände fiel uns auf, dass der Toilettendeckel einen Bezug hatte. Dieser ist braun-beige in Plüschoptik. Demzufolge suchen wir nun Zeugen, die womöglich Hinweise zur Herkunft dieses Klodeckels geben können. Die Polizei ist alarmiert, denn der Vorfall an der Brücke, etwa 1,5 Kilometer vor der Anschlussstelle Rochlitz, ist nicht der erste im Februar dieses Jahres. Eine ähnliche Straftat ereignete sich bereits 3 Wochen zuvor, am 6. Februar 2023, nur wenige Kilometer entfernt an dieser Brücke am Scheunenplan. Die Tatzeit ca. 23 Uhr. Insgesamt 4 Autos und ein LKW kollidieren mit den Gegenständen. Bei den Gegenständen handelt es sich ebenfalls um mehrere Steine und ein Waschbecken aus Keramik. Wir gehen derzeit von 3 größeren Steinen aus, die von der Brücke geworfen wurden, wobei der größte etwa 20 Kilogramm schwer war. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Schaden an den Fahrzeugen summiert sich auf schätzungsweise 20.000 bis 25.000 Euro. Hinzu kommen noch Kosten für die Reparaturarbeiten an der Fahrbahn, denn diese wurde ebenso beschädigt. Möglicherweise stehen die Taten im direkten Zusammenhang. In beiden Fällen wurden Badkeramik und Steine von den Brücken geworfen. Außerdem liegen die beiden Autobahnbrücken nur etwa 8 Kilometer voneinander entfernt. Welches Motiv gibt es für solche Taten? Ein Test der DEKRA zeigt, welche Zerstörung ein Stein anrichten kann, wenn er bei voller Fahrt durch eine Frontscheibe knallt. Es ist der Reiz des Verbotenen. Es ist der Reiz, etwas mit sehr einfachen Mitteln, man braucht da keine große Vorbereitung, etwas zu tun, was gefährlich sein kann für andere, für einen selber, aber kaum gefährlich, weil man meint, man kann sehr rasch wieder davonlaufen und kann dann nicht entdeckt werden. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler haben die Steinwerfer ihre Taten genau geplant. Aufgrund der vorgefundenen Spurenlage gehen wir derzeit davon aus, dass hier mehrere Täter agiert haben, die dann im Anschluss mit einem Fahrzeug in Richtung S57 geflüchtet sind. Sind Ihnen an den genannten Brücken am 6. und am 27. Februar Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten? Besonders die Anwohner der angrenzenden Wohngebiete könnten als mögliche Zeugen in Betracht kommen. Hinweise erhofft sich die Polizei besonders von einem Detail, dem braunen Bezug des Toilettendeckels, der bei dem Vorfall sichergestellt wurde. Wenn Sie etwas wissen, wenden Sie sich bitte an die Autobahnpolizei Chemnitz unter 03718740. Unser nächster Fall hat mit einem Hobby zu tun, Taubenzucht. Das klingt erstmal harmlos. Ein Teil davon sind aber auch Wettflüge, Konkurrenz und viel Geld, das für preisgekrönte Züchtungen bezahlt wird. Es gibt eine regelrechte Taubensportszene im Ausland, zum Beispiel in Teilen der arabischen Welt, noch viel mehr als bei uns. Wer mitmischt, braucht mitunter harte Bandagen. Und es bleibt nicht verborgen, wer erfolgreicher Taubenzüchter ist. Der Krötenbachgrund bei Zeulenroda-Triebes. Auf diesem Gartengrundstück verbringt Mohammed Laftar gern seine Freizeit mit seinem Hund Cookie. Aber vor allem mit seinen Tauben.
Seit mehr als 10 Jahren lebt der gebürtige Iraker in Deutschland. Sein Hobby sind arabische Zuchttauben. Sie sind sein Ein und Alles. Sehr lieb meine Taube, sehr. Meine Taube wie mein Kind. Über 200 Tiere hält er in 3 großen Taubenschlägen auf seinem Grundstück, das er speziell für die Bedürfnisse der Vögel angelegt hat. Als er nach einem Kurzurlaub Anfang Februar wieder auf sein Grundstück kommt, erlebt er eine böse Überraschung. 2 seiner Taubenschläge sind aufgebrochen. Bei dem ersten wurde die Scheibe der Tür eingeschlagen, beim zweiten die Tür gewaltsam aufgehebelt. Wirklich sehr traurig jetzt wegen meiner Taube. 80 Stück, schön geklaut. In der Zeit zwischen dem 4. bis 6. Februar 2023 gelangen die Täter auf das Grundstück von Mohammed Laftar und zerschlagen die Glastür vom ersten Taubenschlag. Als sie diesen leer vorfinden, hebeln sie gewaltsam die Tür des zweiten Taubenschlags aus den Angeln. Nach dem Aufbrechen der Tür werden über 80 Tiere per Hand eingefangen und in mehrere Spezialtransportboxen gesperrt. Dann verladen die Diebe die Spezialkisten mit den Tauben in ein Fahrzeug und transportieren sie ab. Die Einbruchsspuren am Zaun sind noch deutlich zu erkennen. Bei den gestohlenen Tieren handelt es sich um arabische Trommel- und Rollertauben. Sie sind jeweils bis zu 100 Euro wert, je nach Züchtung und Farbe. Der Gesamtschaden beträgt ca. 8.000 Euro. Die Täter hatten es hauptsächlich auf die männlichen Zuchttiere abgesehen. Um diese zu erkennen und fachgerecht einzufangen, müssen sich die Diebe mit Taubenzucht gut auskennen. Mohammed Laftar kann sich die Tat nicht erklären. Mit seinen Nachbarn versteht er sich gut. Nein, meine Nachbarn nix. Nee. Meine Nachbar kann es lieb. Die Thüringer Polizei ermittelt in diesem Fall wegen besonders schwerem Diebstahl. Im Rahmen der ersten Maßnahmen haben die Kollegen Fotos von der kompletten Szenerie gefertigt. Es wurden Umfeldermittlungen vorgenommen und dazu auch noch Spurensicherung durchgeführt an dem Objekt. Das heißt, die Suche nach Fingerabdrücken und DNA-Spuren. Eine Auswertung steht dazu derzeit aber noch aus. Der Tatort liegt am Stadtrand von Zeulenroda innerhalb der Eigenheimsiedlung am Krötenbachgrund. Nach dem Diebstahl fliehen die Täter über die einzige Straße, die durch die Siedlung verläuft. Danach verliert sich ihre Spur. Mohammed Laftar hat alle seine Tauben gekennzeichnet. Und meine Tauben alle mit Ring, das mit Telefonnummer. Damit sind die Tiere eindeutig zuzuordnen und können so vielleicht wiedergefunden werden. Haben Sie zwischen dem 4. und 6. Februar in der Siedlung am Krötenbachgrund in Zeulenroda etwas Auffälliges bemerkt? Es wurden auch 2 markante Transportboxen für Tauben gestohlen, ähnlich dieser hier. Sind Ihnen solche Boxen aufgefallen? Oder haben Sie in Ihrer Nachbarschaft exotische Tauben wie diese gesehen oder zum Kauf angeboten bekommen? Ihre Hinweise bitte an die Polizei in Greiz unter der Telefonnummer 03-661-6210. Und jetzt weiter mit Kripo Live Kompakt. Dessau-Roßlau. Der Unbekannte auf diesem Phantombild soll in den frühen Morgenstunden des 1. Dezember 2022 einen 49-jährigen Mann lebensbedrohlich verletzt haben. Die Tat ereignete sich in der Dessauer Innenstadt in der Zerbster Straße auf Höhe des Restaurants Milano. In der Nähe des Tatorts sollen sich eine Frau und ein Mann aufgehalten haben. Die Frau war ca. 30 Jahre alt und trug blondes, seitlich zum Zopf gebundenes Haar. Sie war mit einer roten Stoffjacke mit Fellkragen bekleidet. Der Mann hatte kurze schwarze Haare und trug eine schwarze Jacke. Beide Personen werden als Zeugen im Zusammenhang mit der Tat gesucht. Erkennen Sie den Täter? Er soll mit einer blau-schwarz karierten Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet gewesen sein. Ihre Hinweise nimmt die Kripo Dessau-Roßlau unter der Telefonnummer 0340 6000 291 entgegen.
In einem Ortsteil von Eisleben ist in eine Tankstelle zweimal hintereinander eingebrochen worden. Zwischen den Einbrüchen liegen nur wenige Tage. Beim zweiten Mal sind die Täter bei ihrem Beutezug besonders rücksichtslos vorgegangen. Diese Einbrecherbande geht bei ihrem Beutezug rabiat vor. Bilder einer Überwachungskamera zeigen, dass es die Täter ausschließlich auf Tabakwaren abgesehen haben. Nur wenige Minuten brauchen die Diebe, um mit ihrer Beute wieder zu verschwinden und einen immensen Schaden zu hinterlassen. Das Ziel der Täter, die Gulf-Tankstelle in Polleben im Landkreis Mansfeld-Südharz. Unmittelbar nach dem Einbruch ist der zuständige Verkaufsleiter vor Ort. Es sah ein bisschen aus wie so ein Schlachtfeld, ja, weil es ist klar, die haben keine Zeit, das muss alles sehr, sehr schnell gehen. Und dann achten die jetzt nicht drauf, ob da jetzt irgendwelche Zerstörung, ob hier irgendwas kaputt geht dabei oder so. Ja, das liegt dann hier alles auf der Erde. Die Gulf-Mitarbeiter verschaffen sich anhand der Überwachungskamerabilder einen Überblick. Das sind Profis, also das machen die nicht zum ersten Mal. Die wissen auch, wie diese Glasböden raussehen, die wissen alles ganz genau. Also das sind für mich Leute, die schon wissen, wie so ein Regal in der Wand verankert ist. Vermutlich wissen die Täter, dass sie nur wenig Zeit für den Diebstahl haben. Unmittelbar nachdem sie sich Zutritt zur Tankstelle verschafft haben, wird die Polizei durch ein Alarmsignal über den Einbruch informiert. In diesem Fall hat die Polizei Halle die Ermittlungen übernommen. Die Polizei ermittelt wegen eines Diebstahls im besonders schweren Fall. Das heißt, es ist gewaltsam eingedrungen worden. Die Tankstelle in Polleben und andere Gulf-Tankstellen in der Region sind in der Vergangenheit bereits öfter zum Ziel von Kriminellen geworden. Also bei uns ist es jetzt im Endjahr des Jahres 2022 über die Weihnachtszeit bis hierher zu 7 Einbrüchen gekommen, was extrem hoch ist. Die Tankstelle Polleben liegt sehr abgeschieden. Außerdem hat sie nachts geschlossen. Hier ist niemand in der Nähe, der einen Einbruch bemerken würde. In diesem Jahr wurde bereits zweimal in die Tankstelle eingebrochen. Bei der Tat Anfang Februar räumen die Diebe die Tabakregale leer und verwüsten den Verkaufsraum. Nach ersten Schätzungen sind bei dem Einbruch vom 2. Februar insgesamt etwa 25.000 Euro Schaden entstanden, wobei hier etwa 10.000 auf die entwendeten Zigaretten entfallen und erheblicher Sachschaden darüber hinaus angerichtet wurde. Bereits 5 Tage zuvor, in der Nacht zum 27. Januar 2023, verschaffen sich ebenfalls mehrere Täter Zutritt zu derselben Tankstelle. Die Überwachungskameraaufnahmen zeigen, wie sie in die Büroräume der Tankstelle gelangen und Computertechnik entwenden. In der Nacht zum 2. Februar 2023 gelangen die Täter vermutlich mit einem Fahrzeug auf das Gelände der Tankstelle und verschaffen sich Zutritt zu den Verkaufsräumen. In wenigen Minuten entfernen sie die Glasböden aus den Regalen und nehmen fast alle Tabakwaren mit. Dann verschwinden sie mit ihrem Fluchtwagen in unbekannte Richtung. Nach Bekanntwerden hat die Polizei eine Fahndung eingeleitet, hat mit Funkstreifenwagen und auch einem Polizeihubschrauber nach den Tatverdächtigen im Umfeld gesucht. Die Polizei hat in der Tankstelle, also am Tatort, Spuren gesichert, die nun ausgewertet werden müssen. Mittlerweile ist der Schaden an der Gulf-Tankstelle fast vollständig behoben. Dennoch hat das Unternehmen eine Summe von 1.000 Euro für weitere Hinweise zu den Einbrechern ausgelobt. Ist Ihnen möglicherweise in der Nacht zum 27. Januar oder in der Nacht zum 2. Februar etwas Ungewöhnliches in der Nähe von Polleben aufgefallen? Die Tankstelle befindet sich an einer Landstraße zwischen den Ortschaften Polleben und Burgsdorf. Ihre Hinweise bitte an die Kripo Halle, Telefon 0345 224 1291. Und weil diese Betrugsmasche aktuell so häufig vorkommt, greifen wir sie in Kripo Live erneut auf. Massenweise werden derzeit WhatsApp-Nachrichten mit scheinbar persönlichem Hintergrund versandt. Meistens aus dem Ausland, doch das ist auf dem Smartphone nicht ohne weiteres zu erkennen. Ja, ich war schon ziemlich sauer, als ich dann dahinter gekommen bin. Und
wie man sowas machen kann, dass man eben diese Vater- oder Familienliebe eben so schamlos ausnutzt. Reinhard Kirschner ist Rentner. Er lebt in Magdeburg und genießt seinen Ruhestand. Mit meiner Frau zusammen unternehmen wir dann auch sehr viel. Also wir gehen raus, spazieren oder wir fahren auf ihr Fahrrad. Oder wir gucken, was die Geschäfte so hergeben. Also ich habe wirklich keine Langeweile und ja, und dann verreisen wir auch viel. Am 29. November 2022 plant der 69-Jährige die nächste Reise, als eine WhatsApp-Nachricht auf seinem Handy eingeht. Seine Tochter schreibt: Papa, mein altes Handy ist kaputt gegangen. Hier ist meine neue Nummer. Ich habe alle meine Kontakte verloren. Kannst du mir eine WhatsApp-Nachricht schicken? Ja, also das hat mich überhaupt nicht überrascht, weil meine Tochter eine Woche vorher schon angekündigt hatte, dass ihr jetziges Handy eine Macke hat und bald ausfallen wird und ob sie denn ein altes Handy von mir dann haben kann. Reinhard Kirschner bietet seiner Tochter sofort sein altes Handy an. Doch sie lehnt ab. Rechtschreibfehler übersieht er. Ja, so diese Groß- und Kleinschreibfehler oder die nicht gesetzten Kommata habe ich übersehen, weil ich mir gesagt habe, naja, in Hektik, wenn man schnell schreibt, geht mir selbst so, da kommen Flüchtigkeitsfehler rein. Also das hat mich nicht beunruhigt. Wenig später schildert die vermeintliche Tochter dann ein Problem mit ihrem Online-Banking und bittet ihren Vater um Hilfe. Naja, wenn man finanzielle Schwierigkeiten hat und Rechnungen nicht bezahlen kann, da hilft man dann schon als Vater oder als Familie. Reinhard Kirschner sagt also seine Hilfe zu. Eine Entscheidung, die teuer werden kann. Nachrichten wie diese werden zu Tausenden an Smartphone-Besitzer in Deutschland verschickt. Die Texte ähneln sich immer. Die vermeintliche Tochter oder der angebliche Sohn schreiben eine Nachricht mit einer neuen Handynummer, weil das alte Handy weg oder kaputt ist. Kurz danach muss eine Rechnung bezahlt werden. Und weil der Zugang zum Online-Banking mit dem neuen Handy noch nicht funktioniert, sollen das die Eltern übernehmen. Die Ermittlungen haben gezeigt, dass eben viele Betrüger aus dem Ausland heraus agieren. Wir sehen dort eben sowas wie tatsächlich schon Callcenter, die im europäischen Ausland aufgebaut sind. Aktuell ist es leider so, dass wenn das Geld überwiesen ist, in den meisten Fällen das Geld leider auch weg ist. In Einzelfällen besteht die Möglichkeit, dass durch intensive und langwierige Ermittlungen das Geld zurückgeholt werden kann. Aber das ist leider im Moment der Einzelfall. 2022 haben die Polizeidienststellen Fallzahlen zu dieser Masche an die Landeskriminalämter geliefert. Pro Monat wurden in Sachsen-Anhalt durchschnittlich 73 Betrugsfälle angezeigt, in Thüringen 185 und in Sachsen 250. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Zum einen zeigen die Leute es nicht an, weil sie sich möglicherweise schämen. Die Scham ist zu groß, um damit zur Polizei zu gehen. Auf der anderen Seite kann es eben auch sein, dass die Leute das sofort als Betrugsversuch entdeckt haben und sagen, ja, das muss ich nicht anzeigen. Das, ja, die Nachricht habe ich öfter bekommen. Und da würden wir uns freuen, wenn es trotzdem bei uns angezeigt wird. Bei der Bundesnetzagentur in Bonn gehen immer mehr Beschwerden über die Nutzung von Handynummern zu Straftaten ein. Die Rufnummern waren in nahezu allen Fällen mit falschen Adressdaten registriert worden. Auch hier schon mit betrügerischer Absicht. Wir lassen die Rufnummern bei den Mobilfunknetzbetreibern abschalten. Diese Nummern können dann nicht mehr genutzt werden. Aber es ist natürlich klar, dass es wie eine Hydra, da schlägt man einen Kopf ab und dann wächst an einer anderen Stelle einer nach. Solange die Täter also an deutsche SIM-Karten herankommen, werden sie mit dieser Masche weitermachen. Reinhard Kirschner erhielt per WhatsApp zwei Kontonummern für die Bezahlung von Rechnungen. Eine davon stammt aus Frankreich. Im weiteren Chatverlauf kommt diese Nachricht. Werden du morgen die Bank besuchen? Also der Moment, wo ich das gemerkt habe, war eigentlich, dass es so ein schlechtes Deutsch wurde, dass ich das meiner Tochter nicht zugetraut habe, weil
Sie ist Deutschlehrerin und da schreibt man nicht so ein schlechtes Deutsch. Reinhard Kirschner war gewarnt und hat kein Geld an die Betrüger überwiesen. Bei vielen anderen Angeschriebenen sind die Täter jedoch leider erfolgreich. Falls eine solche Nachricht überhaupt von einem Verwandten kommen könnte, versuchen Sie, über einen anderen Weg direkt Kontakt aufzunehmen. Oft tut's ja auch ein Anruf auf der bekannten Nummer oder über einen Dritten. So viel für heute. Weitere Infos auf unserer Homepage und im MDR Text, Seite 377. Bis zum kommenden Sonntag bei Kripo Live. Sonntagabend ist Fahndungszeit hier im RBB. Schön, dass Sie bei uns sind. Die Polizei hofft wieder auf Ihre Hilfe bei der Aufklärung von Verbrechen in Berlin und Brandenburg. Und da starten wir heute mit einem Fall aus Potsdam, genauer gesagt aus Babelsberg, nicht weit von unserem Studio hier entfernt. Da haben zwei junge Leute einen Laden überfallen. Sehr schnell, sehr routiniert und noch dazu mit einer Waffe in der Hand. Aber es gibt gute Fahndungsbilder. So sehen die Männer aus am Tag des Überfalls. Beide sind maskiert. Der Täter vorne hat keine Handschuhe an, sein Komplize aber schon. Anscheinend sind sie darauf vorbereitet, arbeitsteilig vorzugehen. An einem Mittwoch sind sie hier in Potsdam-Babelsberg unterwegs, in der Nähe vom Rathaus. Sie haben es auf diesen kleinen Asialaden abgesehen. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter den Shop länger beobachtet haben und dann zuschlagen, als ihnen die Situation günstig erscheint. Im Geschäft gehen sie direkt zur Verkaufstheke. Dort bedroht einer den Angestellten mit einer Waffe, der andere greift in die Kasse und nimmt das Bargeld an sich. Der Überfall dauert nur Sekunden. Dann verschwinden die Männer. Bisher spurlos. Doch die Polizei kann jetzt mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach den Männern fahnden und hofft, dass sie jemand erkennt. Der voranschreitende Täter war mit einer blauen Jeans, weißen Schuhen und einer schwarzen Jacke bekleidet und hatte sein Gesicht unter einem schwarzen Tuch verborgen. Er ist derjenige, der die Waffe bei sich hatte und damit den Angestellten bedrohte. Der andere Täter hatte ebenfalls schwarze Oberbekleidung an und hatte eine weiße FFP2-Maske um. Besonders auffällig ist beim zweiten Täter diese braune Umhängetasche, die aus unserer Sicht relativ ungewöhnlich ist für junge Menschen. Die Tasche ist mit einem Druckknopf verschlossen und relativ klein. Auffällig bei ihm ist auch, dass er zwei unterschiedliche Handschuhe trägt. Der rechte ist grau, der linke schwarz. Er ist derjenige, der sich das Geld aus der Kasse nimmt. Und er trägt wohl die Handschuhe, um keine Fingerabdrücke zu hinterlassen. Aus der Kasse des Ladens sind Einnahmen in dreistelliger Höhe entwendet worden. Zur genauen Höhe des Betrages macht die Polizei aber aus ermittlungstaktischen Gründen aktuell noch keine Angaben. Auch wenn die Männer maskiert sind, kann das Opfer sie genauer beschreiben als südländisch aussehend, aber deutsch sprechend, also ohne Akzent. Und hat auch im Weiteren dann deutlich gemacht, dass die Täter sehr versiert vorgingen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass sie möglicherweise nicht zum ersten Mal zugeschlagen haben. Deshalb bittet die Polizei auch insbesondere Ladenbesitzer in Potsdam, aber auch im Berliner Raum, die sich an ähnliche Sachverhalte erinnern können, um Hinweise zu möglicherweise den beiden handelnden Tätern. Denn die beiden machen während des Überfalls einen auffällig ruhigen Eindruck und benutzen die Waffe fast schon routiniert. Dieses Foto zeigt den Mann mit den weißen Schuhen und seinen Komplizen von hinten, als sie den Laden verlassen. Ohne Eile, ohne Hektik verschwinden sie. Beim Mann mit der Ledertasche ist jetzt eine Flasche in seiner Hosentasche zu sehen. Passiert ist das alles in Potsdam, im Stadtteil Babelsberg in der Karl-Liebknecht-Straße.
Vom Tatort flüchten die Männer Richtung S-Bahnhof Babelsberg, der nicht weit entfernt ist. Ob sie hier tatsächlich in eine S-Bahn steigen, ist unklar. Der Überfall auf diesen Laden war am 23. November 2022, gegen 19 Uhr. Ist jemandem an diesem Abend hier in Babelsberg etwas aufgefallen, das damit zu tun haben könnte? Wir schauen noch mal kurz auf die beiden Männer. Beide sind um die 20. Die Polizei schätzt etwa 18 bis 23 Jahre alt. Sie wirken schlank, sportlich und sie sprechen Deutsch. Vielleicht hilft ja auch diese kleine braune Umhängetasche aus Leder. Wer kennt jemanden, der solch eine Tasche besitzt? Wo ist sie vielleicht schon einmal gesehen worden? Und wer weiß etwas über die beiden Verdächtigen? Ihre Hinweise dazu bitte an die Polizei in Potsdam unter Vorwahl 0331, dann die 55 080 oder an jede andere Polizeidienststelle. Blumen, Kerzen, Kuscheltiere, ein Ort der Trauer, ein Ort der Fassungslosigkeit. So sah es lange an der Stelle aus, an der die kleine Anissa gefunden wurde, im Bürgerpark in Berlin-Pankow. Knapp 3 Wochen ist das jetzt her. Mittlerweile gibt es einen Tatverdächtigen, es gibt einen Haftbefehl. Aber es gibt auch noch immer offene Fragen. Polizei und Staatsanwaltschaft suchen deshalb weiter dringend nach Zeugen. Es geht für die Ermittler darum, schnell an Hinweise zu kommen. Deshalb folgt ein eher ungewöhnlicher Schritt, so die Staatsanwaltschaft. Dazu haben wir jetzt veröffentlicht, eben auch ein Bild von der Kleidung des Mädchens. Also man sieht hier diesen schwarzen mattierten Mantel, den sie hatte, eine hellgraue, dunkelgraue Hose. Und helle Sneakers. Genau so war das 5-jährige Mädchen angezogen, an dem Tag, an dem es getötet wurde. Hier beginnt der Fahndungsfall. In diesem Park in Berlin-Pankow. Am 21. Februar. An jenem Dienstag wird das kleine Mädchen auf einem Spielplatz das letzte Mal lebend gesehen. Nach dem gegenwärtigen Stand war die 5-Jährige zusammen mit ihren 3 Geschwistern, mit einer Begleitperson, einem 19-jährigen Freund der Familie, der auch schon vorher immer auf die Kinder mal aufgepasst hatte, im Bürgerpark. Und dann hat sie geäußert, dass sie auf Toilette müsste. Dafür spricht das Mädchen wohl den 19-Jährigen an. Der kümmert sich scheinbar auch um die Kleine. Sagt noch, dass er gleich wieder da ist und verschwindet dann mit ihr. Doch er kommt ohne das Kind zurück. Er selber hat wohl gesagt, habe das Mädchen verloren. Und dann wurde eine Suchaktion gestartet durch die Mutter und auch durch Leute, die da am Spielplatz waren und auch mitbekommen hatten, dass das Mädchen verschwunden ist. Kurz danach sucht auch die Polizei nach dem Mädchen, wie die Bilder vom 21. Februar zeigen. Rund 100 Beamte sind im Einsatz, können die 5-Jährige aber erst einmal nicht finden. Um 17.40 Uhr hat dann eine Bürgerin, die ihren Hund da ausführte, dann eben das Mädchen im Gebüsch liegend, schwer verletzt, gefunden. Sie wird sofort ins Krankenhaus gebracht. Ärzte kämpfen um ihr Leben. Doch für die 5-Jährige kommt jede Hilfe zu spät. Zur gleichen Zeit wird bereits der Park abgesucht, um Hinweise zu finden. Auf das, was passiert sein könnte. Experten der Polizei sichern Spuren am Fundort. Und inzwischen steht fest, das Mädchen wurde getötet. Die Obduktion hat erbracht, dass es offensichtlich die Stichverletzung mit einem Messer gegeben hat. Die Tatwaffe, die haben wir jetzt auch mittlerweile gefunden. Da im Park, die wurde inzwischen auch untersucht und hat sie inzwischen auch bestätigt, dass es sich um die Waffe handelt, mit der das 5-jährige Mädchen getötet wurde. Als Tatverdächtiger wird der 19-Jährige verhaftet, der mit ihr auf dem Spielplatz war. Er sitzt jetzt hier in Berlin-Moabit in Untersuchungshaft und antwortet bisher auf keine Frage. Das Einzige, was wir jedenfalls schon feststellen konnten, ist, dass es jedenfalls wohl keinen sexuellen Übergriff auf die 5-Jährige gegeben hat. Das hat schon mal die Rechtsmedizin ergeben. Tagelang sind dort, wo das Mädchen zuletzt war, Zeichen der Betroffenheit zu finden. Immer wieder geht es um die Frage, die auch Ermittler klären wollen. Warum musste die 5-Jährige sterben? Um das herauszufinden, wird um ihre Mithilfe gebeten. Wer war am 21. Februar im Berliner Norden unterwegs? In Pankow, in der Umgebung des Bürgerparks. Gegen 14 Uhr war das Mädchen auf dem Spielplatz Paulepark.
Dann verschwand es mit dem 19-Jährigen und wurde schließlich um 17.40 Uhr im Bürgerpark gefunden. Hat hier jemand etwas zwischen 14 und 18 Uhr beobachtet, das mit dem Fall zu tun haben könnte? So war das Mädchen angezogen an dem 21. Februar. Mit einem dunklen, wattierten Mantel, einer gestreiften Hose und hellen Sneakers. Also die Frage, die Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt haben, ist, gibt es irgendwelche Zeugen, die dieses Mädchen entweder allein oder eben auch in Begleitung gesehen haben? Wenn Sie also etwas wissen sollten, dann melden Sie sich bitte bei der 4. Mordkommission in Berlin unter der Telefonnummer 030 46 64 911 444. Vielleicht gibt es auch jemanden, der an diesem Dienstagnachmittag rund um den Spielplatz oder im Bürgerpark Fotos gemacht hat oder Videoaufnahmen, auf denen das Mädchen vielleicht im Hintergrund zu erkennen ist. Auch auf solche Hinweise hofft die Polizei. Alle Kontaktmöglichkeiten finden Sie noch einmal online auf unserer Fahndungsseite. In der Fahndung Kompakt sucht die Polizei Berlin nach einem Mann, der ein Handy, ein Smartphone geraubt hat und sein Opfer dabei schwer verletzte. Alles passierte vor knapp 3 Wochen in einer S-Bahn. Wir schauen uns das mal gemeinsam auf der Karte an. Der Tatort liegt im Osten Berlins, direkt an der Grenze zwischen Lichtenberg und Marzahn. Dort fuhr in der Nacht zum 21. Februar, einem Dienstag gegen 0.30 Uhr, eine S-Bahn der Linie 5 in den Bahnhof Friedrichsfelde Ost ein. Das Opfer, ein 40 Jahre alter Mann, wurde noch in der Bahn mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt. Als der Zug stand, verschwand der Täter und flüchtete über den Bahnsteig. Das sind Aufnahmen des Verdächtigen aus der S-Bahn. Er trug eine schwarze Wollmütze, eine schwarze Blousonjacke und schwarze Schuhe und dazu dann blaue Jeans. Der Mann ist auf den Fotos recht gut zu erkennen. Deshalb ist die Hoffnung groß, dass heute jemand zuschaut, der diesen Mann schon mal gesehen hat. Wem kommt er bekannt vor? Wo könnte er sich derzeit aufhalten? Die Bilder entstanden vor knapp 3 Wochen gegen 0.30 Uhr in der S-Bahn-Linie 5. Ihre Hinweise zu diesem Verdächtigen bitte an die Polizei in Berlin unter Vorwahl 030. An die 46 64 371 100 oder an jede andere Polizeidienststelle. Wer möglichst früh das Elternhaus verlassen will, der muss sich das auch leisten können. Doch angesichts hoher Mieten und schlecht bezahlter Jobs haben junge Leute damit häufig Schwierigkeiten. Sie bleiben dann lieber preiswert im Hotel Mama und Papa. Das führt aber auch dazu, dass Eltern manchmal Dinge miterleben müssen, auf die sie lieber verzichtet hätten, so wie im Cartoon heute. Kinderlachen, schönster Lohn oder Junge, komm bald wieder. Als Niklas noch der Kleine war, spielte er in seinem Kinderzimmer mit Bauklötzen oder mit der Autorennbahn. Zur Freude von Mutti und Vati konnte er sich über Stunden allein beschäftigen. Das bleibt auch so, als Niklas schon der Große ist und immer noch zu Hause wohnt. Aber statt Bauklötzchen bewegt er nun ganz viele Tütchen mit wundersamen Blüten drin. Die Eltern wundern sich zwar, aber vielleicht will er Niklas ja mal Gärtner werden. Tatsächlich betreibt er ein blühendes Geschäft. Er beschafft Ware von bester Qualität und gibt sie gerne weiter. Gegen eine kleine Aufwandsentschädigung, versteht sich. Ab und zu gönnt er sich auch selbst mal etwas. Das mit der Qualität spricht sich rum und sein Kundenstamm wächst und wächst und wächst. Niklas hat richtig viel zu tun. Gut, dass es Handys gibt, über die sich alles organisieren lässt, von der Bestellung bis zur Übergabe. Läuft doch alles bombensicher. Von wegen. Längst haben Ermittler Wind davon bekommen und sind auf der Suche nach dem Kopf des Drogenrings. Schließlich rammt sich ein Einsatzkommando in die Wohnung von Niklas' Eltern. Im Kinderzimmer wird man fündig. Unterm Schreibtisch, im Kleiderschrank, in den Koffern. Kiloweise Drogen. Und dann gibt es auch noch ein Waffenlager. Vor Gericht soll Niklas erklären, wofür er die vielen Schusswaffen und Macheten hatte. Um Druck zu machen bei seinen Drogengeschäften? Och nö, die fand ich einfach nur cool, versucht er abzuwiegeln. Nicht wirklich überzeugend, findet der Richter und sorgt dafür, dass Niklas sein Kinderzimmer nicht so schnell wieder sieht. Ja, obwohl er bislang nicht vorbestraft war, musste Niklas für 4 Jahre ins Gefängnis und das wegen bewaffneten Drogenhandels. Da half es auch nichts, dass er vor Gericht beteuerte, er wolle sich ab sofort von Drogen fernhalten.
Zum nächsten Fahndungsfall heute, und da geht es um Ladendiebstahl, aber nicht um die berühmte Mutprobe unter Jugendlichen oder um Menschen, die aus purer Not mal zugreifen. Nein, es geht um Täter, die das quasi gewerbsmäßig machen, bestens organisiert und mit hohen Erträgen, so wie die zwei Männer, nach denen wir jetzt suchen. Männer, die offenbar teure Düfte mögen, und Frankfurt-Oder. Der Mann mit der roten Jacke geht voran. Sein Komplize, ganz in Schwarz, wirft noch einen Blick auf die Kosmetikartikel. Dann halten die Überwachungskameras der Drogerie fest, wie die beiden in die Regale greifen und Ware einfach in ihre Tüte packen. Das Ganze dauert nur eine Minute, so die Polizei in Frankfurt-Oder. Die beiden Männer sind da sehr zielgerichtet in den Laden reingegangen, an das Regal für Parfum in dieser Drogerie, und haben dort beherzt zugegriffen. Sie verschwinden schließlich mit Parfum im Wert von mehreren hundert Euro, ohne zu bezahlen, so die Polizei. Doch nicht nur die Schadenshöhe lässt die Ermittler besonders aufmerksam werden. Auf den ersten Blick könnte man meinen, es handelt sich um einen relativ gewöhnlichen Ladendiebstahl. Jedoch lässt die Vorgehensweise darauf schließen, dass die beiden durchaus ein bisschen professioneller unterwegs waren. Belege dafür, dass der Mann mit der roten Jacke im März 2022 wahrscheinlich nicht das erste Mal gestohlen hat, liefern diese Fotos. Aufgenommen im Januar 2021. In derselben Drogerie. Auch damals greift er in die Regale und packt Parfum ein. Das Haar des Mannes war zwar länger, aber die Bilder lassen vermuten, dass hier ein und dieselbe Person zu sehen ist. Darauf gestoßen sind wir gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft während der Ermittlungen, weil der Täter die identische Kleidung getragen hat. Nämlich die rote Jacke mit den schwarzen Bündchen und einem schwarzen Reißverschluss sowie die helle Jeans. Ob sein Komplize in beiden Fällen der gleiche Mann war, ist noch unklar. Erkennt jemand diesen Mann, der im Januar 2021 längeres Haar trug und im März 2022 dann auffällig kurzes? Gesucht werden auch Zeugen, besonders zum Diebstahl im März. Besondere Hoffnung setzen wir dabei auf die Zeugenaussage einer Frau, denn die Überwachungskameras legen nahe, dass die Dame mit den zwei Herren ins Gespräch gekommen sein muss. Wer war also am 11. März einkaufen? Gegen 16.40 Uhr hier in Frankfurt-Oder im Einkaufszentrum Oderturm. Die Männer verschwinden mit Parfum im Wert von insgesamt weit über 1.000 Euro. Das zeigt eigentlich schon in die Richtung gewerblich, also dass die Personen sich wahrscheinlich nicht 10 Jahre lang mit dem gleichen Parfum einsprühen wollen, sondern dass das unter die Leute gebracht werden soll im Anschluss. Gut möglich, dass die Männer es inzwischen wieder versucht haben. Vielleicht auch in anderen Geschäften in Brandenburg oder Berlin. Wer kann Angaben zu den Gesuchten machen? Weiß, wo sie sich jetzt aufhalten? Informationen dazu nimmt die Kriminalpolizei in Frankfurt-Oder unter 0335 561 1140 entgegen. Telefonjob mit Aussicht auf hohe Gewinne, so etwa könnte die Jobbeschreibung für die Täter lauten, um die es jetzt geht. Aus einer Art Callcenter heraus und ausgerüstet mit einer Vielzahl von Telefonnummern, Lügengeschichten und reichlich Überzeugungskraft gehen sie auf Opfersuche, und das leider immer wieder erfolgreich. Im nächsten Fall hat eine Rentnerin aus Brandenburg viel Geld verloren. Wie das passieren konnte, erzählt uns ihre Tochter. Ines Schweighöfer betreibt einen kleinen Antikladen in Zarpenschleuse nördlich von Berlin. Man achtet hier aufeinander, hilft sich. Und nun das. Betrüger haben ihre Mutter abgezockt. 15.000 Euro hat sie verloren. Ich weiß, sie hat ihr Leben lang hart gearbeitet. Und dann passiert ihr so etwas. Das ist ungerecht und schrecklich. Es ist wirklich echt schrecklich. Ines Schweighöfer erzählt uns die Geschichte, weil ihre Mutter zu aufgewühlt ist und deshalb lieber nicht vor die Kamera möchte. Und so begann alles. Es sind zwei Anrufe in Abwesenheit gewesen auf ihrem Handy. Und sie war gerade unterwegs und deswegen konnte sie nicht rangehen. Und sie kannte die Nummer, also es war die Nummer von der Sparkasse. Am nächsten Tag klingelt es wieder. Diesmal ist die Mutter zu Hause. Und wieder ruft offenbar die Sparkasse an.
Am Telefon erklärt ihr ein Mann, der Sparkasse sei aufgefallen, dass in Italien Geld mit ihrer Bankkarte abgehoben wurde. Mehr als 3000 Euro, sagt der Mann. Und fragt, ob es Betrug sei oder sie das Geld brauchte. Und da war sie sehr aufgeregt und hat gesagt, um Gottes Willen, das ist nicht richtig. Und da hat der Mann gesagt, na dann müssen wir das jetzt stornieren, dann müssen wir da irgendwas machen. Noch während des Telefonats loggt sie sich auf der Sparkassenseite ein. Online-Banking macht die Mutter seit vielen Jahren. Nie ist etwas passiert. Jetzt sagt der Mann am Telefon, er brauche Daten zum Konto und auch eine TAN, eine Transaktionsnummer, damit die Karte wirklich gesperrt werden kann. Sie geht weiter fest davon aus, mit einem Bankmitarbeiter zu sprechen. Ich war zufällig gerade bei ihr im Haus und ich habe da an etwas gearbeitet und ich habe das mitbekommen und es war für mich ganz klar, das ist einer von der Sparkasse, ganz seriöse Stimme, auch was er gesagt hat, wie er geredet hat, das war wirklich, es konnte gar kein Verbrecher sein. Das sind die Anrufvermerke im Handy der Mutter. Zu sehen ist, der angebliche Bankmitarbeiter rief gleich zweimal an, und zwar mit dieser Nummer. Doch ist das wirklich die Nummer der Sparkasse? Wir machen den Test und rufen dort an. Herzlich willkommen bei der Sparkasse Barmin. Die Nummer stimmt also. Doch wie kann das sein? Jürgen Schirrmeister ist Präventionsexperte der Polizei. Er kennt die Tricks der Betrüger. Für die Täter ist es heutzutage überhaupt kein Problem, solche Anrufe zu manipulieren. Da gibt es eine entsprechende Software, da gibt es Apps, die sind fast kostenfrei. Und über diese gelingt es den Tätern, eine völlig andere Nummer im Display erscheinen zu lassen, als die Nummer, von der er anruft. Es soll ja gerade suggeriert werden, hier ist wirklich ein Geldinstitut dran. Und dann erscheint genau diese Nummer auch im Display. Doch davon ahnt die Frau nichts, als sie angerufen wird. Sie ist froh, dass der Bankmitarbeiter hilft. Vermeintlich beim Sperren ihrer Karte, mit ihren Kontodaten und der TAN. Damit haben die Täter jetzt aber Zugriff auf ihr Bankkonto und aktivieren dort eine digitale Geldkarte, die auch sofort auf ein Smartphone geladen wird. Das kennen Sie vielleicht von Apple Pay oder Google Pay. Und mit diesen Karten können Sie dann problemlos, so oft Sie wollen, an jeder Kasse bezahlen. Sie brauchen keine weitere PIN eingeben und Sie müssen sich auch nicht ein weiteres Mal identifizieren. So haben das die Betrüger offenbar auch im Fall aus Zerbenschleuse gemacht. Nur 2 Stunden nach dem Anruf in Zerbenschleuse wird die ergaunerte digitale Karte bereits eingesetzt. Aber hunderte Kilometer entfernt. Erst in Bremerhaven, dann vor allem in Bremen und in Hannover. Erst danach werden die Abbuchungen entdeckt. Es waren 15.000 Euro abgegangen. In vielen kleinen Beträgen. Aber das war ein Riesenschreck. In Supermärkten setzen die Täter die digitale Geldkarte ein. Mit der wird erst eine Kleinigkeit bezahlt, um sich dann auch noch 200 Euro in bar auszahlen zu lassen. Wie diese originalen Abbuchungslisten zeigen, machen das die Kriminellen immer wieder. 76 Mal innerhalb weniger Tage. Die Frau wird Opfer von Bankbetrügern. Gibt es eine Chance, das Geld wiederzubekommen? Die Reaktion der Sparkasse war nicht so gut. Sie haben sich eigentlich so benommen, als wäre meine Mutter die Verbrecherin, als hätte sie das verursacht. Und ist aber überhaupt nicht der Fall. Und sie haben uns auch keine Hoffnung gemacht, dass wir das zurückbekommen, das Geld. Die Sparkasse wollte sich uns gegenüber zu diesem Fall nicht äußern. Aber im Brief an die Anwältin der Frau heißt es, sie handelte mit der Weitergabe der TAN grob fahrlässig. Damit sehen wir uns zu einer Erstattung des eingetretenen Schadens nicht in der Lage. Das heißt, ihre 15.000 Euro sind weg. Doch wie kann man sich vor solchen Betrügern schützen? Egal, ob Sie per E-Mail, SMS oder per Telefon aufgefordert werden, irgendwelche Bankdaten von sich preiszugeben, machen Sie das niemals. Eine Bank wird so etwas nicht tun, das dürfen die auch gar nicht. Und solche Daten werden auf diesem Wege definitiv nie von Ihnen verlangt. Weil die Mutter von Ines Schweighöfer viel Geld verloren hat, ist der Familie jetzt eines besonders wichtig. Ich möchte gerne, dass viele gewarnt sind und mehr aufpassen auf sich und auf ihr Geld. Mhm.
Ja, nochmal vielen Dank an Familie Schwalköfer für den Mut, uns diesen Fall so offen zu erzählen, weil es wirklich helfen kann, dass andere Menschen eben nicht auf diesen Trick hereinfallen. Was aber, wenn vielleicht doch ein richtiger Bankmitarbeiter am Telefon ist, weil es irgendein Problem gibt, wie kann man da auf Nummer sicher gehen? Hier gilt, legen Sie einfach wieder auf und rufen Sie selbst bei Ihrer Bank an. Das aber auf keinen Fall über die Rückruftaste am Telefon, denn dann landen Sie, wenn Betrüger am Telefon waren, ganz sicher wieder bei den Tätern. Das war's fast für heute in der Sendung. Es fehlt noch der Blick zurück auf alle Fahndungsfälle an diesem Sonntagabend. Hier kommt ganz kompakt unsere Zusammenfassung. Sie kommen zu zweit und sind offenbar gut vorbereitet. Ihr Ziel, ein Asialaden in Potsdam-Babelsberg. Während einer der Männer den Angestellten mit einer Waffe bedroht, nimmt der andere das Bargeld an sich. Dann verschwinden sie wieder. Eine Überwachungskamera macht diese Bilder von den beiden. Erkennt sie jemand oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen? Erst spielt das fünfjährige Mädchen noch, dann verschwindet sie mit ihrem 19-jährigen Begleiter. Stunden später wird das Kind gefunden, schwer verletzt und stirbt. Fest steht, das Mädchen wurde getötet. Wer hat hier im Bürgerpark in Berlin-Pankow etwas gesehen, das damit zu tun haben könnte? So war das Mädchen angezogen. Und Hinweise werden auch zu diesem Mann gesucht. Er soll in Berlin unterwegs gewesen sein in einer S-Bahn. Dort soll er einen 40-Jährigen mit einem Messer verletzt und dann ausgeraubt haben. Kurz vorher werden diese Bilder aufgezeichnet. Erkennt jemand den Mann? Wo ist er jetzt? Also, wer kann helfen? Wer kann Hinweise geben? Sie können jederzeit auch eine E-Mail schreiben an die Polizei oder Kontakt über die Online-Wache aufnehmen. Alles Wichtige dazu und auch zur gesamten Sendung finden Sie noch einmal online auf unserer Täter-Opfer-Polizei-Fahndungsseite. Das war's für heute. Danke fürs Zuschauen. Hier geht's gleich weiter mit dem Wetter und den Nachrichten. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, am nächsten Sonntag wieder mit neuen Fahndungsfällen, wie immer um 19 Uhr. Bis dahin, alles Gute und achten Sie auf Ihr Handgepäck. Tschüss. Jetzt in Kripo Live. Betrüger versetzen eine 71-Jährige mit einem Schockanruf in Panik. Ein aufmerksamer Taxifahrer bewahrt die Frau vor dem Verlust von 18.000 Euro. Wir zeigen, wie Sie die Masche durchschauen können. Kripo Live am Sonntagabend, herzlich willkommen. Zunächst zu einem Fall aus Leipzig, der vor 3 Jahren großes Aufsehen erregt hatte. Damals wurde in der Nähe des Hauptbahnhofes die Leiche einer jungen Frau gefunden. Sie hatte schwerste Verletzungen, war einer Gewalttat zum Opfer gefallen. Jetzt sind die Ermittlungen abgeschlossen. Es gibt einen Tatverdächtigen, der sich vor Gericht verantworten muss. Der Tatort befindet sich in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs. 6 Kilometer davon entfernt eine Fabrikruine, in der Wohnungslose Unterschlupf finden. Auch Nicole Z. soll sich hier regelmäßig aufgehalten haben, bis sie in der Nacht vom 14. auf den 15. März 2020 von einem damals 19-Jährigen brutal umgebracht wird. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten vor, im Zustand der Schuldunfähigkeit auf dem Gelände der Rosa-Luxemburg-Straße in Leipzig eine 25-jährige Frau mit einem Stein und einer Metallstange attackiert zu haben. Die Frau soll dadurch zu Boden gegangen sein und anschließend von dem Beschuldigten mit einer zerbrochenen Glasflasche im Halsbereich tödlich verletzt worden sein. Rückblick. Die Spurensicherung am Leichenfundort im Leipziger Osten. Wenige Stunden zuvor waren Feuerwehr und Polizei zu dem Gelände in der Nähe der Bahngleise gerufen worden. Am 15. März erhielt die Polizei einen Anruf von einem Passanten, der an diesem Bahngelände eine leblose, tote Frau gefunden hat. Daraufhin sind wir vor Ort erschienen, haben uns das Ganze genauer angesehen und daraufhin auch einen größeren Polizeieinsatz eröffnet. Dabei wird unter anderem ein leerstehendes Gebäude durchsucht. Auch hier halten sich regelmäßig Menschen ohne festen Wohnsitz auf. In unmittelbarer Nähe an den Bahngleisen wird Nicole Z. brutal angegriffen und getötet.
Die Polizei und die Staatsanwaltschaft haben sich zunächst auf die Ermittlungen konzentriert, ob und wenn ja, welche Personen sich auch in Tatortnähe aufgehalten haben könnten, schon auch um zeugenschaftliche Hinweise zu erlangen. Der Leichenfundort an den Bahngleisen nahe der Rosa-Luxemburg-Straße ist nur wenige Gehminuten vom Leipziger Hauptbahnhof entfernt. Damals hofft man, Luftaufnahmen könnten helfen, den Fall zu klären. Denn einen Tag bevor Nicole leblos gefunden wird, macht ein Pärchen in Tatortnähe Drohnenaufnahmen. Das berichten Zeugen. Ob das Pärchen gefunden wurde, ist Kripo Live nicht bekannt. Aber ein Jahr nach der Tat hat die Polizei Leipzig einen Tatverdächtigen. Zwei weitere Jahre ermitteln Beamte gegen eben diesen Mann. Jetzt sind die Untersuchungen abgeschlossen. Die Staatsanwaltschaft geht gestützt auf ein psychiatrisches Gutachten davon aus, dass der Beschuldigte an einer Krankheit aus dem schizophrenen Formenkreis leidet und er die Tat im Zustand der Schuldunfähigkeit begangen hat. Spuren am Tatort deuten auf den Beschuldigten als Täter hin. Wird seine Schuld im Rahmen einer Gerichtsverhandlung festgestellt, droht ihm krankheitsbedingt keine Gefängnisstrafe, sondern die unbefristete Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Die Handschrift bzw. das Muster deuten auf organisierte Kriminalität hin. Mindestens 1 Million Euro, womöglich viel mehr, wurden erbeutet beim Überfall auf einen Geldtransporter auf der Ostsee-Autobahn A20. Der Raub war exakt geplant, wurde skrupellos durchgezogen und hat auffällige Parallelen zu einem ähnlichen Fall. Möglicherweise war es dieselbe Bande. Originalbilder der Feuerwehr Gützkow von einem mehrstündigen Einsatz. Zwei Fahrzeuge müssen gelöscht werden, von denen nicht viel übrig bleibt. Folgen eines Raubüberfalls, der minutiös geplant war. Bisher ist klar, die Täter sind am Morgen des 2. März 2023 mit mindestens 3 Fahrzeugen unterwegs. Eins stellen sie als Fluchtwagen ab. Die beiden anderen werden zum Werkzeug. Gegen 6.20 Uhr ist ihr Ziel in Sicht. Ein Geldtransporter. Der Geldtransporter wurde von 2 Tatfahrzeugen umzingelt und links und rechts waren Betonklötze. Das heißt also, wir gehen davon aus, dass die Täter diesen Ort ganz genau ausgesucht haben für den Überfall, da der Geldtransporter an dieser Stelle nicht ausweichen konnte. Mit Waffengewalt erzwingen die Täter das Öffnen der Tür. Dann räumen sie den Transporter aus und legen Feuer. Da wurde ein Tatfahrzeug in Brand gesetzt und der Geldtransporter anschließend ebenfalls. Gott sei Dank sind dabei die Geldtransporterfahrer nicht verletzt worden. Nach wenigen Minuten verlassen die Männer den Tatort. Sie fahren mit dem 2. Auto bis zum Fluchtwagen und flüchten mit diesem. Wir wissen erstmal nur, dass es auf jeden Fall eine Millionensumme ist. Wie hoch genau, können wir zurzeit noch nicht sicher sagen. Am Tatort des Raubüberfalls werden zu der Zeit bereits Spuren gesucht, um Hinweise auf die Täter zu finden. Möglicherweise handelt es sich um eine überregional agierende Bande, denn den Ermittlern fällt sofort etwas auf. Der Überfall an der Auffahrt Gützkow zur Autobahn A20 ähnelt auffällig einem Raubüberfall am 25. Januar 2023 im 250 Kilometer entfernten Potsdam-Drewitz. Hier gibt es ähnliche Bilder. Fahrzeuge müssen an einer Autobahn gelöscht werden, weil sie von Tätern nach einem Überfall auf einen Geldtransporter in Brand gesetzt wurden. Auch die Vorgehensweise ist gleich. Die Täter tauchen in Potsdam-Drewitz mit 2 Fahrzeugen auf, versuchen an einer Auffahrt einen Geldtransporter zu stoppen. Der Fahrer kann zwar entkommen, aber auch hier zünden die Täter ihre Autos an. Und sie verschwinden ebenfalls mit einem bereitgestellten Fluchtwagen. Auffällig ist, dass alles passiert wie in Gützkow gegen 6.20 Uhr. Handelt es sich womöglich um dieselbe Bande? Unsere Ermittlungen richten sich natürlich auch dahingehend, dass wir schauen, gibt es Zusammenhänge zu anderen möglichen Geldtransporterüberfällen in der Vergangenheit. Das wird jetzt derzeit auch abgeprüft. Können Sie Hinweise zu den Überfällen an den Autobahnauffahrten in Potsdam-Drewitz oder in Gützkow geben? Die Täter waren in beiden Fällen bewaffnet, maskiert und schwarz gekleidet. Haben Sie im Umfeld der Tatorte, auch im Vorfeld,
vielleicht etwas Verdächtiges beobachtet, dann wenden Sie sich bitte an die Polizei Anklam unter 0397125 4217. Und jetzt weitere Fahndungen in Kripo Live Kompakt. Sondershausen. Diese Männer sollen zusammen mit zwei Komplizen große Mengen Zigaretten gestohlen haben. Begangen wurde der Diebstahl am 19. Oktober 2022 in einem Supermarkt in der Erfurter Straße. Von hier aus flüchteten die Diebe in Richtung Talstraße. Insgesamt erbeuteten die Täter Zigaretten im Wert von 3.000 Euro. Die Kasse des Supermarktes war im Moment des Diebstahls nicht besetzt. Erkennen Sie die Männer? Dann wenden Sie sich bitte an die Kripo Nordhausen unter der Telefonnummer 03 631 960. Magdeburg. Am frühen Morgen des 28. Februar wurden im Stadtteil Ottersleben zwei Geldautomaten gesprengt. Durch die Explosion gegen 4.30 Uhr wurde der Vorraum der Bankfiliale in der Halberstädter Chaussee komplett zerstört. Verletzt wurde niemand. Durch Zeugen wurde mitgeteilt, dass dort mehrere Tatverdächtige gesichtet wurden, die mit einem Fahrzeug sich vom Tatort entfernt haben. Aktuell haben wir noch keine weiteren Hinweise auf die Tatverdächtigen. Wie viel Geld die Täter erbeuteten, ist bislang unklar. Der Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen. Können Sie Hinweise zu der Tat geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Kripo Magdeburg unter der Telefonnummer 0391 546 3295. Seit 8 Jahren begleitet Kripo Live den Fall der vermissten kleinen Inga aus Sachsen-Anhalt. Sie war von einem Grundstück bei Stendal verschwunden. Sie erinnern sich bestimmt. Vor kurzem war der neue Anwalt der Familie bei uns im Studio. Er setzt sich für die Überprüfung der Ermittlungen ein, an denen viel Kritik geübt wurde. Am vergangenen Donnerstag ließ sich der Landtag im Beisein von Ingas Eltern über den Fall berichten und das Innenministerium ordnete an, dass sich ein neues Ermittlerteam mit dem Fall befassen soll. Immer wieder fallen Menschen auf sogenannte Schockanrufe herein und werden um viel Geld betrogen. Derzeit häufen sich die Fälle erneut. Deshalb möchten wir bei Kripo Live nochmals darauf aufmerksam machen. Wir schildern den Fall einer 71-jährigen Frau, die anonym bleiben möchte. Sie wollte unbedingt ihrem Sohn helfen. Seit 1,5 Jahren fährt der Rudolstädter Michael Urban Taxi. Er ist ein begeisterter Autofahrer und mag Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen. Die Vielfalt von Menschen, die man da kennenlernt, und die vielen Geschichten, die man dann erzählen kann, oder die Leute, die halt uns erzählen. Doch eine Fahrt wird Michael Urban wohl noch lange in Erinnerung bleiben. Eine 71-jährige Frau möchte zu Hause abgeholt und nach Rudolstadt gefahren werden. Das ist eine Stammkundin von uns, die fährt eigentlich regelmäßig mit uns und hat ganz normal angerufen. Sie bräuchte ein Taxi, ganz dringend. Also es war schon ungewöhnlich, weil sie sonst immer vorher Taxi bestellt und hat halt spontan angerufen, dass sie ein Taxi braucht. Als Michael Urban am 20. Januar 2023 am Haus der Rentnerin ankommt, wartet sie schon auf ihn. Völlig aufgelöst steigt die Frau in sein Taxi. Sie war schon unter Tränen eingestiegen. Sie war aufgelöst, also nervös, sage ich mal. Sie war schon ein Bedürfnis zu fragen, was los ist. Und dann hat sie erzählt, sie müsste auf der Bank Geld holen. Im Auto berichtet die 71-Jährige dann dem Taxifahrer, was sie wenige Minuten zuvor erlebt hat. Gegen 13 Uhr klingelt bei der Rentnerin das Telefon. Am anderen Ende der Leitung meldet sich eine angebliche Verkehrspolizistin. Sie spricht Deutsch ohne Akzent. Sie erzählte mir, dass mein Sohn angeblich einen Unfall mit Personenschaden verursacht habe. Nun sei er wegen fahrlässiger Tötung angeklagt und müsste für 18 Jahre ins Gefängnis. Es sei denn, ich überweise 18.000 Euro oder ich gebe Ihnen mein Gold oder wertvollen Schmuck.
Sie berichtet dem Taxifahrer weiter, dass dann eine zweite Frau das Gespräch übernommen hätte. Auch sie stellt sich als Verkehrspolizistin vor. Die zweite Frau sagte mir, dass wenn ich bezahle, alles ohne Haftbefehl läuft und mein Sohn sich dann nur noch zweimal wöchentlich bei der Polizei melden müsste. In Sorge um ihren Sohn bestellt die Rentnerin schließlich das Taxi und will sofort zur Bank, um die geforderten 18.000 Euro zu überweisen. Sie hat mir das Ganze zweimal erzählt. Ja, bei mir ging alles an im Kopf, Alarmglocken, ja, stimmt was nicht. Hatte das schon im Radio vorher gehört, dass Betrüger unterwegs sind und ich musste halt die Frau davor bewahren, dass sie ihr Geld nicht los wird. Michael Urban kann die Frau davon abbringen, zur Bank zu fahren und er überzeugt sie, sofort ihren Sohn anzurufen. Und dann ist er rein und hat ihren Sohn angerufen. Und dann bin ich selber noch mal reingegangen nach ca. 5 Minuten, habe noch mal selber mit ihm telefoniert, dass alles in Ordnung war und dann war sie richtig erleichtert. Als Michael Urban zurück in der Taxizentrale ist, zeigt er den Vorfall an. Die Polizei verzeichnet in den vergangenen Monaten eine Häufung dieser Art von Betrugsversuchen. Die Aufklärungsquote würde ich als relativ gering beschreiben, da es zum einen verhältnismäßig selten zu Täterfestnahmen kommt und wenn, dann sind es auch nur die Abholer, die wir dann festnehmen. Das bedeutet, die Personen, die das Ganze steuern, wahrscheinlich vom Ausland aus, die sitzen dann in den Callcentern und geben nur die Aufträge, also an ihre Kurierfahrer, an die Abholer, an die Anrufer, sodass es wirklich schwierig ist, in diese Strukturen durchzudringen. Die 71-jährige Thüringerin ist mit dem Schrecken davongekommen. Taxifahrer Michael Urban würde jederzeit wieder so handeln. Er hofft, dass auch andere bei solchen Betrugsversuchen aufmerksam gegenüber älteren Mitmenschen sind. Echte Polizeibeamte oder Staatsanwälte würden niemals anrufen und nach Geld, Schmuck oder einer Kaution fragen. Legen Sie also auf, wenn so eine Forderung kommt, erstatten Sie dennoch bitte Anzeige. Wenn Sie sich unsicher sind, vertrauen Sie sich einem Dritten an und wenn es der Bankangestellte ist. Inwieweit Menschen für begangene Straftaten voll verantwortlich gemacht werden können, beschäftigt die Gerichte häufig und manche Urteile erscheinen kaum nachvollziehbar. Es muss aber anders geurteilt werden als üblich, wenn geistige Einschränkungen vorliegen. Doch die Diagnose ist oft schwierig für alle Beteiligten. Auch beim weit verbreiteten angeborenen Alkoholsyndrom ist die Diagnose schwierig. Es beeinträchtigt Betroffene massiv und so die sich erst langsam durchsetzende Erkenntnis, sie begehen häufiger Straftaten als andere Menschen. Ein Betroffener berichtet uns anonym. Kevin Müller ist keine 1,60 Meter groß und hatte schon immer extreme Schwierigkeiten mit dem Lernen. Weil seine Mutter während der Schwangerschaft Alkohol getrunken hat, leidet Kevin Müller unter einer hirnorganischen Schädigung, genannt FAS, fetales Alkoholsyndrom. Ich brauche, um Sachen zu verstehen, brauche ich wirklich 2-3 Anläufe länger wie normale Leute. Also ich kann mich nicht lange auf Sachen konzentrieren. Mein Betreuer muss halt für mich viele Dinge erledigen, wie zum Beispiel Behördengänge. Wie viele Betroffene mit fetalem Alkoholsyndrom wird auch Kevin Müller immer wieder straffällig, weil er mit seinem Leben nicht zurechtkommt. Sein Vorstrafenregister verzeichnet 16 Einträge, darunter meist Bagatelldelikte, aber auch räuberische Erpressung, wie im Sommer 2016. Also wir haben 1-2 Bier getrunken, ich und meine Kumpels, und da kam halt dieser Junge, dieser Schüler, vorbeigelaufen und wir haben ihn gleich bedroht mit dem Messer, dass er sein Zeug raussuchen soll, was er einstecken hat. Kevin Müller nimmt dem 14-jährigen Handy, Bargeld und eine Spielekonsole ab. Wir haben dann die Konsole quasi zu Geld gemacht und haben uns aber noch Bier gekauft. Für diese Tat sitzt Kevin Müller 8 Monate im Gefängnis. Kaum entlassen, steht der Chemnitzer schon wieder vor Gericht, wegen Betruges in 55 Fällen. Wieder soll Kevin Müller in Haft, doch die Richterin merkt, dass mit dem jungen Mann etwas nicht stimmt. Sie lässt ihn psychiatrisch untersuchen.
Es stellt sich heraus, dass er geistig beeinträchtigt ist. Die Diagnose beim Herrn Müller lautete ja fetales Alkoholsyndrom. Das hatte ich so vorher auch noch nicht. Ich hatte mich auch mit Kollegen ausgetauscht, denen war das auch nicht geläufig. Das fetale Alkoholsyndrom spielt in der Ausbildung, auch wenn man jetzt zu einer Fortbildung fahren würde, keine Rolle. Dabei ist das fetale Alkoholsyndrom die häufigste angeborene geistige Behinderung in Deutschland. Ausgelöst durch den mütterlichen Alkoholkonsum während der Schwangerschaft. Experten schätzen, dass bis zu 4% der Bevölkerung betroffen sind. Annemarie Joost von der Universität Cottbus setzt die Zahl etwas niedriger an. Die Zahlen sind nicht ganz exakt, weil es so einen Graubereich von unerkannten, leichteren Störungen gibt. Aber man schätzt, dass so 0,8 bis 1% der Bevölkerung betroffen sind. Das wären bei 80 Millionen Menschen etwa 800.000 Menschen, also eine riesige Zahl. Zu den Symptomen gehören Wachstumsstörungen, kognitive Defizite und Verhaltensauffälligkeiten wie Empathiemangel oder Impulskontrollstörungen. Etwa 60% der FAS-Betroffenen werden wie Kevin Müller als Erwachsene straffällig. 30% kommen einmal oder mehrmals im Leben ins Gefängnis, obwohl sie für ihre Taten oft nicht voll verantwortlich gemacht werden können. Insbesondere auch bei Ärzten, bei Behörden, in der Justiz ist das Problem nicht so auf dem Schirm, wie man sich das wünschen würde. Dann heißt es, sie sind unwillig oder faul. Und es ist von großer Bedeutung, dass man versteht, dass die Menschen bestimmte Beeinträchtigungen haben, sodass es ihnen um so vieles schwerer fällt, sich an die Regeln der Gesellschaft zu halten. In den meisten Fällen verüben FAS-Betroffene, wenn sie straffällig werden, Bagatelldelikte. Es geht um Diebstähle oder Schwarzfahren. Aber nicht immer bleibt es dabei. Landgericht Berlin. Hier wird Bekim H. der Prozess gemacht. Der Angeklagte hatte am 5. August 2020 eine 15-jährige Schülerin vergewaltigt und erwürgt. Das Urteil lebenslänglich. Obwohl der Tathergang unbestritten ist, legen seine Verteidiger Revision ein. Sie bestreiten, dass ihr Mandant voll schuldfähig ist und fordern, dass er in den Maßregelvollzug statt ins Gefängnis kommt. Der Bundesgerichtshof gibt den Anwälten 2021 recht. Im Ergebnis kommt der Bundesgerichtshof dazu, dass die Vorinstanz eine fehlerhafte Bewertung des Einflusses von Krankheit und Rauschmittelkonsum auf die Tatbegehung vorgenommen hat. Rückblick. Bekim H. hatte 2005 eine Rentnerin brutal vergewaltigt und saß dafür bereits 13 Jahre im Maßregelvollzug. Dort wurde ein fetales Alkoholsyndrom diagnostiziert. Er galt damals als komplett schuldunfähig, wurde 2018 entlassen. 2 Jahre später vergewaltigte und ermordete er die Schülerin in Berlin. Das fetale Alkoholsyndrom zieht sich nach Auffassung seiner Anwälte wie ein roter Faden durch sein Leben. Die Gutachterin des Landgerichts Berlin kommt jedoch zu einem anderen Schluss. Das fetale Alkoholsyndrom soll bei dem Mord an der Schülerin keine Rolle gespielt haben. Für seinen Verteidiger nicht nachvollziehbar. Auf meine Nachfrage während des Prozesses, ob sie Studien oder Statistiken benennen kann, wurde dies verneint. Ich habe dann beantragt, entsprechend Experten laden zu lassen, was aber bedauerlicherweise abgelehnt wurde. Das Landgericht Berlin folgt 2022 der Sicht seiner Gutachterin und urteilt in zweiter Instanz. Bekim H. ist voll schuldfähig und bleibt lebenslang im Gefängnis. Das bedeutet, er erhält keine Therapie und wird nach 15 Jahren Haft entlassen. Das fetale Alkoholsyndrom ist die häufigste angeborene geistige Behinderung in Deutschland. Jedoch herrscht nach Ansicht von Experten, gerade in juristischen Fachkreisen, noch viel Unwissen darüber. Ein Problem ist, dass es erst in den 1970er Jahren in der wissenschaftlichen Literatur erschien.
Und das Krankheitsbild hat auch erst sehr langsam Eingang in die ärztliche Aufmerksamkeit gefunden. Und man kann sagen, dass alle, die älter sind als 20 Jahre, eine hohe Gefahr haben, unerkannt geblieben zu sein. Kevin Müller hatte Glück. Der junge Mann, der wegen 55-fachen Betruges vor Gericht stand, traf auf eine verständnisvolle Richterin. Man kann natürlich einen Menschen mit geistigen Einschränkungen nicht so bestrafen, wie man einen gesunden Menschen für dieselbe Straftat bestrafen würde. Die Richterin verhängte eine Bewährungsstrafe in der Hoffnung, dass sich Kevin Müller aus seinem schwierigen Umfeld löst. Doch er schaffte den Absprung nicht. Wenn es dann trotzdem dazu kommt, dass Probleme mit der Justiz entstehen und die Menschen straffällig werden, dann brauchte es eigentlich wirklich spezielle Einrichtungen für Menschen, die derartige Beeinträchtigungen haben. Wenn es 800.000 Menschen betrifft, kann man sich ausmalen, welche Anstrengung da zu stemmen wäre. Es gibt demnach bisher keine Strukturen, die dem Phänomen und seiner Tragweite gerecht werden. Deshalb bedarf es mehr Aufmerksamkeit bei Richtern, Medizinern und anderen. Informationen zu unseren aktuellen Fällen finden Sie wie gewohnt auf unserer Homepage und im MDR-Text, Seite 377. Bis zum kommenden Sonntag bei Kripo Live.